Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei New Pokémon Snap. Und jo, wir haben letztes Mal das letzte Lumina-Pokémon entdeckt und müssen heute da reingehen. Das wird sozusagen das Ende von New Pokémon Snap. Es hat aber schon mal irrsinnig Spaß gemacht, also das auf alle Fälle. Mal schauen, ob danach noch ein paar Videos kommen werden, wie ich die Quest mache. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Mal schauen, denn die Quests haben es doch ganz schön in sich. Aber genug geredet, ab in die Lumina Zone. Los geht's. Ich bin echt schon gespannt, was für ein Pokémon es ist. Es muss ja irgendein, es ist das letzte, es ist sicher ein legendäres Pokémon. Was könnte es denn sein? Ibeldal? Nee. Das wäre ja eher zu dunkel. Obwohl. Oh, Baum. Wie hieß das nochmal? Das scheint die Quelle des Signals zu sein, aber es ist sehr schwach. Was könnte das sein? Oh, wie hieß das Pokémon nochmal? Das ist ein Pflanzen-Pokémon. Das sieht aus wie ein Hirsch. Unglaublich. Ich habe noch nie ein so starkes Signal gesehen. Ja, genau. Wie hieß das nochmal? Hi. Was ist das? Das ist das letzte Lumina-Pokémon. Ich verlasse mich auf dich. Ich werde alles Mögliche tun. Wo bist du? Hallo? Ich spiele ein bisschen Musik für dich. Da hinten ist es. Da hinten war es. Muss ich jetzt vielleicht ein bisschen Speed geben? Sicher. Was passiert wohl, wenn dieser Ball aus Licht von einer Lumina-Kugel getroffen wird? Ja, jetzt versuche ich gerade, aber das Ding ist verdammt schnell, Professor. Und das Ding weicht aus. Hey. Nein. Wo bist du denn hin? Alter. Professor. Immer halt einen Apfel. Wenn du immer ausweichst, vielleicht hilft ein Apfel. Oh Gott. Ich treffe nicht mal mit einem Apfel. Wow. Bisschen Musik schadet nicht. Wo bist du? Ah. Oh, ich hab dich. Xerneas, genau. Alter. Glaubt ihr, das wäre mir jetzt eingefallen? Diese Wandmalerei schildert eine legendäre, was auch immer. Mach mir zu schnell. Okay, da ist noch eine Blume für die Pokémon, schätze ich mal. Xerneas, wo bist du? Sag mir nicht, das war die einzige Chance, wo ich dich fotografieren konnte. Ich habe zwar ein Foto gemacht, glaube ich, oder? Habe ich ein Foto gemacht? Shit. Hab keine Ahnung. Ich war so perplex. Ja, wieder ein bisschen Musik. Stallos, bist du hier? Wohl nicht. Vielleicht hier drin?
Xerneas, wo bist du? Hi. Cool. Wow. Ich glaube, da verkrümmelt er sich. Ciao. Was ist mit dem Pokémon passiert? Lasst uns darüber reden, wenn Wolfie zurück ist. Ich habe keinen Schimmer, was mit dem Pokémon passiert ist. Aber es ist wieder ein Baum geworden. Es gibt einiges, worüber ich mit dir reden möchte. Aber gehen wir erstmal zur Bewertung über. Ich habe 2 Fotos gemacht. Ich habe doch Fotos gemacht. Gott sei Dank. Alter. Zwar schlechte Fotos, aber das ist egal. Ich habe Fotos gemacht. Na, was hast du diesmal für Fotos geschossen? Das ist Xerneas, das Lumina-Pokémon von Auro. Fantastisch, dass dir ein Foto gelungen ist. Es scheint irgendwo hin zu wollen. Gut gemacht, weiter so. Lol. Das letzte Lumina-Pokémon. Ohne dieses Foto würde ich wahrscheinlich denken, dass alles nur ein Traum war. 4026 Pokémon Punkte dafür, dass es uns nicht, uns anschaut. Also, das ist gut. Level 2 logischerweise. Deine Erkundung dieser Strecke schreitet voran. Bestimmt gewöhnen sich die Pokémon langsam an dich. Maybe. Übrigens, dank der Daten zum Lumina-Pokémon gibt es etwas Neues zu berichten. Ich erzähle dir davon, sobald du deine Fotos verstaut hast. Du darfst gespannt sein. Es gibt also wirklich noch ein Lumina-Pokémon. Die Wandmalerei hatte also recht. Ja, daher stellt sich die Frage, ist das, was auf der Wandmalerei abgebildet wird, wirklich so passiert? Vielleicht hat Xerneas alle zusammengerufen. Und dann haben sie Lendil mit einer Art Barriere vor dem Meteoriten beschützt. Eine Barriere, die ganze Lendil-Umgebung hat, gegeben hat? Es ist ganz bestimmt so gewesen. Das würde bedeuten, dass die Menschen, die die Ruinen errichtet haben, den Lumina-Pokémon geholfen haben. Aber das mit den Meteoriten ist 2000 Jahre her. Hätte Xerneas nicht schon längst erwachen müssen? Vielleicht war das Ganze ja wahnsinnig anstrengend, sodass selbst 2000 Jahre Schlaf nicht ausreichen. Was meint ihr, wann diese Wandmalerei entstanden ist? Und wer hat sie gemalt? Warum ist es ausschließlich dir gelungen, den Lumina-Pokémon zu begegnen? Keine Ahnung, ich bin cool.
Ihr beide wisst es, oder? Was? Natürlich. Na logo! Ah, ich hab Pokémon einfach ursinnig lieb. Du verstehst es wirklich nicht, Professor. Pokémon wissen, wenn jemand sie wirklich liebt. Und diese Liebe erwidern sie dann auch. Stimmt's? Ist die Erklärung wirklich so einfach? Es sieht so aus, als hättest du noch viel zu lernen, mein Freund. Ah. Ja. Schade. Also, im Endeffekt ja schön, dass es zu Ende ist. Und dann habe ich wieder mal ein Spiel durchgespielt. Aber es hätte gern noch ein paar mehr geben können. Sage ich mal. Also irgendwie habe ich jetzt nachher noch Bock, dass wir da auf alle Fälle nochmal reingehen. In das Xerneas-Gebiet auf alle Fälle, oder? Weil Level 2, man muss ja schauen, was da noch so kommt. Aber zuerst gucken wir uns den Abspann an. Der ist nämlich immer relativ schön. Oh, das Meganie. Ah, jetzt gehen sie die ganzen Regionen durch. Zuerst ist Lumina-Programm von Lendil. Ich habe die Orte schon wieder alle vergessen, tut mir leid. Ich merke mir sowas nicht. Oh, Felinino. Oder Felino, nicht Felinino. Oh. Da sind schon ein paar echt coole Fotos dabei. Hab ich die geschossen gehabt nicht, oder? Ich glaube, das sind im Endeffekt so vorgegeben. Obwohl, das da könnte eindeutig ich geschossen haben. Das auch. Moment, das sind wirklich meine. Ah, das ist wohl eher nett, oder? Ah, schwer zu sagen. Aber an so eine Arten erinnere ich mich. Da war es Milotic logischerweise, also das von der zweiten Region. Ah, Blubella. Ah, Machamai. Es ist Octillery, das sich kratzt. Das war der Sankabu mit dem Apfel. Alter, das sind wirklich die Fotos, die ich geschossen habe. Moment, haben sie dann jetzt gerade jetzt das Lumina-Pokémon vergessen? Gehört das Sandgebiet dazu, das weiß ich gar nicht. Nee, oder? Oder doch? Doch, das gehört glaube ich doch dazu. Alter, wenn bin Gebieten merken, bin ich einfach schlecht. Oh. Ja, ich muss schon sagen, da waren schon ein paar echt schöne und coole Fotos dabei. Oh, Sandan und das Ding Pokémon, wo ich den Namen auch nicht weiß. Wie hieß das Teil nochmal? Kein Schimmer. Egal. Es war süß. Kangama. Sag ich, du mir eindeutig leichter mit, sag mal, erste und zweite Generation. Dritte, vierte, fünfte ist eine Katastrophe.
Die letzte geht. Würde ich sagen, da kann ich die Hälfte recht gut. Ein Glumant und ein Kurtel. Glumant da voll in Feierstimmung. Und Luxtra. Ah, die Schneeregion. Dort, wo ich einen Fulbix nie richtig gut erwischt habe. Schneebke. Das ist ein Mammutell. Boah, wie hieß das nochmal? Okay, das Pokémon kennt jeder. Das nervigste aller. Rosana. Das war übelst nervig. Es war auch in der ersten Edition relativ sinnlos, sage ich mal. Zumindest in meinen Augen. Ah, Stahlhaust, Alter. Das hat echt übelst genervt. Hafnia. Gorgande. Undemon. Irgendwas mit S. Salvarion, irgendwie so. Molung. Ah, Absol. Und Xianas. Ah ja, das Bild ist sick. Ah, vielen Dank fürs Spielen. Jo, es hat auch übelst Spaß gemacht. Wir haben echt viel erlebt, was? Das kannst du laut sagen. Wir haben die gesamte Lendel-Region erkundet. Ohne euch wäre das nicht möglich gewesen. Vielen Dank. Meine Forschung ist jedoch noch lange nicht abgeschlossen. Die neuen Erkenntnisse werden mich eine Weile beschäftigt halten. Ich werde dir weiterhin dabei helfen. Danke, Rita. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Und du hast auch noch viel Arbeit vor dir, Wulfen. Ah, Professor. Wolltest du nicht noch etwas ansprechen? Ja, danke fürs Erinnern. Lass mich dir die Streckenpunktzahl erklären. Ich habe dieses neue Bewertungssystem entwickelt, um zu sehen, wie du dich auf jeder einzelnen Strecke schlägst. Um gut abzuschneiden, solltest du dich nicht nur auf gute Fotos konzentrieren, sondern auch viele verschiedene Pokémon fotografieren. Wenn du die Online-Funktion nutzt, kannst du deine Ranglistenplatzierung für die Streckenpunktzahlen einsehen. Aber das war nicht alles, oder? Es gibt doch noch eine weitere tolle Neuigkeit. Meinst du den Serienbildmodus? Ich habe den Professor gebeten, euren Forschungskameras eine neue Funktion hinzuzufügen. Damit könnt ihr durch einmaliges Betätigen des Auslösers mehrere Fotos hintereinander schießen. So wird es leichter, den perfekten Moment einzufangen. Diese Funktion lässt sich in den Optionen ein- und ausschalten. Probier sie mal aus. Ich bin sicher, sie wird dir von großem Nutzen sein. Alter, die hätte ich früher gebraucht. Du und der Professor seid echt abgefahren. Ich werde sofort zur nächsten Erkundung aufbrechen. Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß beim Erstellen deines eigenen Fotodecks. Was sind diese tollen Neuigkeiten, von denen du geredet hast?
Das wüsstest du wohl gerne, was? Du hast doch damit angefangen. Ja, ja, schon gut. Ich habe den Professor gefragt, ob wir auch abends das Riff erkunden dürfen. Und er hat ja gesagt. Boah, abgefahren. Genau meine Rede. Das Abendrot auf dem Wasser ist bestimmt wunderschön. Ja, unsere Fotos werden super aussehen. Ich gehe zuerst. Moment mal. Forschungsexperte. So. Da bin ich wieder. Okay, also ein Dauershoot, den hätte ich auch früher gebraucht. Bin ich jetzt ehrlich. So, jetzt haben wir hier noch im Endeffekt das Riff bei Abend. Und die Lumina Zone im Endeffekt Level 2. Wir gehen in die Lumina Zone Level 2. Heute werde ich ein bisschen überziehen, weil das andere machen wir jetzt auf alle Fälle auch noch. Wusste logischerweise nicht, dass noch was kommt. So, los geht's. Mal schauen, ob ich das Xerneas diesmal erwische. Ah. Bitte mach ein Foto, wenn seine Musterung leuchten anfängt. Yo, yo. Gib schon mal Gas. Bisschen dunkel hier, muss ich sagen. Vielleicht ein bisschen blöd. Nicht erwischt. Alter, also das Teil erwischen ist echt einfach nur schwierig. Was soll denn das jetzt? Oh, wenn es zu viel Lumina-Kugeln kassiert, haut's ab oder wie? Kann das sein? Komm schon. Oh, Absol, hallo. Also, das ist Platzen. Jetzt ist es ihm egal, okay. Oh, Mist. Verfehlt. Also mit Platzen meinte ich nur, dass es in die dass es zur Kugel wird. Ne? Also ich wollte da nicht irgendwie, dass es was Schlimmes passiert oder so. Ne? Ich glaube, das war's schon, oder? Obwohl, da ist es wieder. Hallo. Oh, nach Dara. Ein Apfel. Oh, ich muss in die Optionen des Dauer-Fotoshooting noch einschalten. Ich wollte nämlich gerade auf dem Knopf oben bleiben und es ist einfach nichts passiert. Da oben saß es Esnatu. Okay, da ist jetzt wieder der Ausgang. Alles klar.
Ich würde sagen, war doch gar nicht so schlecht. Also, ja, da waren schon ein paar gute dabei. Jo, Professor. Komm. Sag mir, wie schrecklich ich war. Zwei Stern, zwei Stern. Drei Stern. Ob ich das von vorn hätte auch erwischen können? Ich weiß nicht, nehmen wir mal das drei Sterne mit, ganz einfach. Seht ihr da ein Kodomi? Hundemon. Absol. So, jetzt nehme ich das Foto rein. Oder das. Ich würde fast... Alter, ne, das ist ja schon fliegend. Ich würde fast sagen, wir nehmen das. Und mal schauen, was ich kassiere. So. Nach Dara drei Sterne. Okay, das nach Dara hat immer drei Sterne, außer wenn es rumläuft. Dann würde ich ja sagen, nehmen wir das. So, und das Natu. Nehmen wir auch das. So, ja, das passt. So. Komm schon, Professor. Zeig's mir. Gib mir die Dröhnung. War klar, dass das nur schlechte Punkte sein können. Aber jetzt. Sehr nass. Von hinten. Pose, Größe, Blickrichtung, Mann, aber 4500, er soll mir genügen. Hundemon, Größe und alles andere ist Katastrophe, alles klar. Auch eine Katastrophe, hey. Klar, warum denn soll es denn besser sein? Die Pose ist etwas besser, dafür die Größe schlechter, die Blickrichtung auch, die Positionierung. Er hasst mich, der Professor, ich wusste... Es schläft gerade. Gut gemacht. Weiter so. Größe okay, Blickrichtung okay, Positionierung, aber trotzdem nur 3500. Das heißt, das Xatu kann... Bose 200. Der Professor ist eindeutig immer wieder ein Arsch. Ganz einfach. Echt nicht okay, Professor. Sie können echt freundlicher sein. So, Leute, bevor wir aber das Riff noch bei Nacht machen, wollte ich ja eine Sache ändern. Im Endeffekt die Ding auf Serienbildmodus setzen und einfach bei Serienbildmodus aussuchen, wie viele Fotos ihr hintereinander schießen wollt. 6 Fotos finde ich relativ viel, also da verbratet man relativ viel. Ich habe es mal auf 4 gestellt, mal schauen, wie das funktioniert, würde ich sagen, oder? So, dann ab in die Erkundung und dann machen wir noch das Riff bei Abend. Los geht's! Werde ich natürlich gleich wahrscheinlich alle Fotos durchgenugt haben. Wenn ich jedes Mal gleich 4 schieße. Aber wird schon. Wow, sieh dir den Sonnenuntergang an. Ja, ja. Was ist denn da? Da hinten ist ein Weilort. Hat man nicht so schnell hier. Ja, mal. Ja, wann? Was soll das? Langsam, ja. Ich sag noch keine Ahnung, was ich da Schicki. Schicki, schicki, schicki. Ui. Hört mal Apfel hier. In diesem großen Wasserstrudel scheint sich etwas zu befinden. Ja. Ich weiß nur nicht, wie ich das mit den Äpfeln rausholt.
Hinten ist das Raichu. Ja, gut, dann halt. Beim ersten Mal halt nicht, ist ja auch okay. Auch im Mund vielleicht auf oder so. Mal schauen. Hey, ist klar. Juhu. Alter, die Fotos gehen da echt flott durch. Prima. Oh, und Lapras. Oh Gott, die Fotos werden nie reichen. Ja, ja, ja. In die blauen Höhle scheint es sich etwas zu befinden. Sind die da eine blaue Höhle? Oh Gott. Ja, nehmen wir halt den anderen Weg. Es ist okay. Oh, schwierige Entscheidungen, Mann. Labras. Juhu. Labras schöner Gesang ist auch bei anderen Pokémon sehr beliebt. Ah, ist ja cool. Oh Gott, nur mit 12 Fotos. Oh, da ist er schon fast. Das sieht so gut wie aus. Okay, passt. Ich hab ein Foto von einem Berlu. Glaub's nicht. Nein. Okay. Haben wir auch ein Berlo und ein Driftzep? Na gut. Hey, hat doch nicht so schlecht funktioniert. Shiki war nice. Labras war nice. Das waren deine ersten Erkundungen um diese Zeit, stimmt's? Bist du irgendwelchen neuen Pokémon begegnet? Yep. 6 Stück wahrscheinlich, nein. So viel nicht. Okay. Schigi, 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 schigi. Ja, das Foto ist cool. So, ist Kala. Dann nehmen wir das. Oh, das finde ich aber cool. Ja, nehmen wir das. Das finde ich cool. So, Berlu, da schaut's mich an. Labras beim Gesang. Okay, das ist ein 3-Sterner und das ist ein 4-Sterner. Das ist aber echt gut. Ey, das ist echt gut geworden. Logisch, oder? Was man da nimmt. So. Professor. Ja. Es wird nicht so viele Punkte geben. Wusste ich. Weilord, denke ich, gibt viel Punkte. Das waren meine 4000. Sehr schön.
Das ist Kalar, könnte auch relativ viele Punkte geben. Okay. Da hätte ich mir jetzt mehr erwartet. Bin ich ehrlich. Primarena ist richtig cool fotografiert, finde ich. Dankeschön. Wenigstens etwas, was der Professor ehrt. Ja, was willst du mit der Größe? Willst du einen Berlo größer fotografieren? Berlo sind schwer. Okay, Labras. Das sind zwei Labras und ein Haufen von den Driftzeppelins. Also, hey. Gib mir gute Bewertungen. Na gut. Dachte ich schon. So. Unsere nächtliche Erkundung dieser Strecke hat gerade erst begonnen. Viel Erfolg, du schaffst das. Ja, die Rekordpunktzahl muss man nicht immer einblenden, Professor. Die ist natürlich nicht für mich. Du hast bei Copia Rift den Weg entdeckt, der an Vylords Kopf vorbeiführt. Du hast 10 Feen-Pokémon im Pokédex registriert. Du hast 15 Eis-Pokémon. Rift bei Abend. Abzeichen beim Riff, Feensammler, Eissammler, Geiler. Und noch einmal. Einmal machen wir noch, Leute. Ich gehe jetzt aber den anderen Weg. So. Und da drücken wir schon mal gleich auf die Tube. Von das Raichu. Schon Shiggy. Ah, das sind sogar mehr Shiggys. Okay. Das habe ich noch nicht kapiert. Scannen. Ja, Apfel kann ich mir vorstellen. Ah, ich kenne schon mal, wie ich da. Wie das funktioniert, habe ich noch keine Ahnung. Aber man muss ja nicht alles wissen. So, wir düsen schon mal weiter. Tschüss, tschüss. Wildlord ist im Grunde uninteressant. Da haben wir schon ein gutes Foto. Da ist die Prima Air. Prima, was auch immer. So, und weiter geht's. So. Ui, Aquana! Da könnte ich den nächsten Weg nehmen, einen anderen Weg nehmen, das will ich ja logischerweise nicht. Ich will jetzt ja hier entlang. Nicht bei den Labras vorbei. Okay, du hast keinen Bock aufzumachen, ne? So, kriege ich da noch irgendwas Cooles hin? Trifft Zeppeli vielleicht? Wenn ich ihn treffen würde? Ah.
Okay. Ich denke, mehr kriege ich nicht hin. Aber hey, wir haben noch einen Aquana erwischt. Finde ich cool. So, Professor. Willkommen zurück. Hast du neue Entdeckungen gemacht? Jupp. Ganz viele. Hab einen Reitschuss Rücken fotografiert. Dann ein Schicki beim Blubber machen. Da freut sich so schön. Aber es ist leider viel zu weit weg. Ich würde fast sagen, oder? Nehmen wir das. Ist okay. Ah, das Bärlo ist auch okay. Dann nehmen wir das Castella und dann nehmen wir noch das Driftzeppeli. Nehmen wir trotzdem dazu. So. Ja, war klar, oder? Dass das schlechte Punktezahl gibt, das wusste ich. Da wird die Größe richtig mies sein, ja. Okay, die Pose ist einfach nur blech. Aber gut. Das Aquana ist wahrscheinlich auch nur blech. Ich wusste es. Alter, schon so nah herangezoomt und es ist trotzdem nicht mehr einfach nur Bean. Aber nun gut. Das heißt, ich muss besser werden. Ah, dass das nicht gut werden konnte, weiß ich, weil das ist echt gut. Na gut, Leute. So. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Abo oder ein Like da. Würde mich freuen. Oder ein Comment. Also, ich lese immer gern, wenn Kommentare drin stehen. Also, ich wünsche euch was. Wir sehen uns hoffentlich wieder. Bis dahin. Ciao.